So, und dass ich heute Abend noch was essen gehen kann. Wir fangen nochmal von vorne an. Mein Name ist Loni. Herzlich willkommen zu GTA San Andreas. Nein. Wenn ich heute Abend noch was essen kann, ist das die letzte Folge dieser Aufnahme, was aber auch nicht weiter stören soll. Was sagt uns die Tabelle? Die Tabelle sagt uns 8 Punkte Vorsprung auf QPR und West Bromwich. Hier ist mir, glaube ich, West Bromwich, ja. Und Leeds United, der heutige Gegner. Platz 11 Mittelfeld in der Liga. Northampton nach dem letzten Spiel 4-3. Die hatten ja auch richtig Bock. Auf Kommentatoren Herzinfarkt oder wie. Egal was sie hatten Spaß dabei und haben auch noch 3 Punkte mitgenommen. Darauf kam es an. Und ob das heute irgendwie Einfluss auf sonst irgendwas haben wird, wir werden es sehen. Also rein psychologisch natürlich. Werden wir sehen. Wir hoffen nur das Beste vom Reste, vom Feste für die Gäste aus Northampton. Hammer, ey. Mega gerettet, Nichols. Ja, weniger labern, mehr bolzen. Gary Deegan. Genau, war ein Foul. Komplett richtig. Spacken. Erstaunt. Da sind gerade 7 Minuten gespielt und Northampton zeigt gleich mal, sie spielen ja ganz klar auf Sieg und das ist auch nicht wirklich überraschend. Und sie müssen halt auch nur was draus machen. Das letzte Mal haben sie was draus gemacht. 30 Minuten haben ihre Chancen gut genutzt, 4 Tore gemacht und so gewonnen. Aber so eine Phase gibt es halt leider nicht zu oft. Man muss auf die Effektivität hoffen, Emerton, ganz allein durch. Emerton! Und Loni kommt nicht ran. Ich schreibe ein Buch darüber, wie der Northampton Sturm mit Pickel am Arsch machte. Hey, ganz ehrlich, so, Deegan. Einer geht noch. Emerton im Abseits, das habe ich auch gedacht, warum er jetzt nicht Nicholson gegangen ist zu dem Ball. Weil der stand auch nicht schlecht dafür. Muss er selber wissen. Für ihn wäre das scheinbar nichts. Pierce. Schlägt weit weg, Wooderson. Also Leeds wird jetzt ziemlich gut im Zaum gehalten bisher. Von dem, was ich so sehe. Ja, schön verteidigt. Ab nach vorne Nichols. Das könnte jetzt schnell gehen mal, Loni. Also wirklich nicht. Das war ein normaler Körpereinsatz mit ein bisschen Rempel. Also da muss man echt nicht pfeifen. Abgesehen davon hatte Leeds doch sowieso den Ball. Also lass doch Vorteil laufen. Assi in Schwarz. Ich schreibe ein zweites Buch Assi in Schwarz. Oder als ich den Assi in Schwarz einfach mal verprügelt habe. Irgendwie so wird es werden, Loni. Setz dich hier schön durch. Nutze den Fehler auf Seiten des Gegners aus. Tozer. Komm nicht an den Ball. Gary Deegan jetzt vielleicht. Gary Deegan! Das wäre echt zu viel des Guten gewesen, wenn sich der Kerl hier durchtankt. Schade, war schön versucht. War sehr, sehr schön versucht. Das Versuchen war zu groß. Wenn auch nicht die Versuchung. Northampton strahlt wieder Dominanz aus, wie vor ein paar Wochen. Wo sie Spiele, also wo die draufgekloppt haben, das konntest du ja nicht glauben. Es war auch ziemlich last minute in der letzten Aufnahme alles. Aber sie haben immer gewonnen. Sie haben den Gegnern nicht viel Spielraum gelassen. Chancen gegen sie waren nicht allzu viele da. Die hätte ich in der ganzen Aufnahme an einer Hand abzählen können, gefühlt. Deegan Morris, schöner Einsatz. Jetzt Deegan vielleicht auf den zweiten. Jawohl, Loni, ab nach vorne. Nichols ist alleine durch. Nichols, schiebt doch ein. Danke. Und da will er es hören, da will er es von den Fans hören. Ich bin Andreas Nichols. Mir fällt gerade erst auf, Nichols hört sich so an wie Nichols. Nichols TV. Ne? Das ist ja krass. Das kannst du so erstmal überhaupt nicht wissen. Tozer. Das gibt natürlich wieder mal einen Freistoß. Bei der 0-1-Führung regt es mich aber auch nicht so auf. Gut, bei der 1-4-Führung vorne hat es mich auch nicht aufgeregt. Dann stand es irgendwie noch 4-3 am Ende. Wegen warum auch immer. Das verstehe ich bis jetzt noch nicht. Loni, da
Hätte er vielleicht ein bisschen schneller zum Ball zurückschalten müssen. Den konnte man bekommen. Nichols. Oh, 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 schön, schön, schön. Hat leider im Abschluss des Angriffes noch ein bisschen gehapert. Es hat gehapert wie 2½ Men, weißt du? Gary Deegan. Ja, gibt sich erstmal die Ehre, kann man machen, ne? Und Looney, Ball bekommen kann man auch machen, aber du willst das nicht, das ist kein Problem. Da wollen wir uns überhaupt nicht stressen lassen hier. Amanka. Emmert, ein Lauf über außen. Amanka. Flanke rein. Naja, da, die hätte man. Also entweder spielt man da gleich einen Pass oder wartet noch eine Sekunde ab, dass da, wer auch immer da. Ich glaube, da ist Nichols mitgelaufen, aber ich bin mir nicht sicher. Dass eben der Stürmer, der mitläuft, auch die Chance hat, überhaupt an den Ball zu kommen bei der Flanke, bei der folgenden Flanke. Na gut, Looney. Komm. Einer geht noch rein. Und einer macht kein Foul, oder was? Na komm, na komm, na komm. Wir können es doch durchtanken. Irgendwie, irgendwie nach vorne. Looney verinnerlicht das. Looney verinnerlicht das. Ho, ho, ho. Morris, danke. Sowas Freches habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Statt drauf zu hauen, dann lupft er den, weißt du? Also lupfen ist das falsche Wort, aber dann spitzelt er den mit so einem Lupfercharakter tatsächlich über die Linie. Hammer. Es steht 2:0. Halbzeit ist incoming. Northampton hat, glaube ich, wieder in die Spur gefunden. Die letzten Spieler, da waren so ein bisschen distracted. So ein bisschen so, ah, und da steht 1:2. Und sie sind immer noch distracted. Das war unschön. Okay. Passiert, keine Frage. Muss man abhaken, muss man weitermachen. Muss man Looney. Muss man Looney. Huiuiui. Also das wäre natürlich der optimale Gegenzug gewesen. Looney einmal durchgehen, durch die Abwehr durch. Aber gut, noch steht ein Tor Führung auf der alten Stechuhr. Und Looney, so da. Naja, das war jetzt ein bisschen zu einfach. Also zweimal hintereinander trickst du eine englische zweite Liga-Mannschaft nicht aus. Zwar mit dem gleichen Konzept vor allem. Aber gut. Nichols rangelt für den Ball, kriegt ihn nicht. Deegan wird gelegt. Freistoß or Riot, würde ich mal sagen. Und Emmerton. Emmerton. Wollte ihn sich noch auf der anderen Seite am Gegner vorbeilegen. Das ist auch interessant. Deegan. Next try. Next try und Gary Deegan. Darf auf außen ran. Flanke rein. Nichols. Nichols. Das ist ein ganz klarer Freistoß. Da müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Da wird Nichols auch ausgewechselt gleich. Hooper darf ran. Looney tritt den Freistoß. Looney tritt ihn gut. Looney macht die Latte feucht. Was sich eigentlich im Nachhinein betrachtet komisch anhört. Es war trotzdem ein Hammerschuss. Also, den hätte man auch erstmal halten müssen. Langmead. Komm, jetzt direkt das Ding ausnutzen. Einmal nach vorne. Looney kriegt den Ball nicht. Aufpassen, jetzt nicht den Konter einzufangen, natürlich. Bist du krank? Ja, was hast du hier eingefangen? Den Konter. Weißt du? Looney. Ah, da hätte er ein bisschen mehr vom Tor wegziehen müssen. Dann wäre er da durchgekommen. Hinterher ist man immer Bauer, ne? Manche sind hinterher schlauer, aber das ist nicht allgemein verbreitet. Looney und Looney. Wunderschön gehalten. Die Torwartleistung werden hier in der Liga auch immer, also von Liga zu Liga auch besser, habe ich so das Gefühl. Was auch nicht verwunderlich ist. Aber trotzdem. Schön rausgefaustet. Amanka. Nächster Versuch über die Außen. Morris, da läuft er sich fast, läuft. Hackett ihn fast über den Haufen. Ich glaube, das ist Hackett. Nein, das ist Emmerton. Habe ich mich vertan. Sorry. Und der Einwurf hingegen war Rotz. War wie ein Taschentuchinhalt Rotz, weißt du? So, am Anfang machen wir mal ein bisschen Tempo hier. Weil wir nämlich keine Zeit haben. Das war ein kurzer Einwurf. Das ist sehr interessant. Ich habe einmal ganz kurz X gedrückt und dann kommt so ein 5-Meter-Einwurf raus.
Richtig spielen, richtig. Der Ball ist nicht im Aus. Collins kriegt den und der ist gefährlich. Rettungsaktion, Morris, zweiter Versuch. Das ist abseits, ganz, ganz klar. Romaron, 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 abseits. Abstoß. Und die Zeit läuft wieder runter. Und es wird wohl wie die letzte Partie eine zittrige. Das Ding über die Zeit zu bringen, das hat, da ist schon mancher dran gescheitert. Sagen wir mal so, Luni. Luni legt es ordentlich auf die Tube. Ordentlich auf die Tube im Lupfer. Der ist wunderschön und geht an die Latte. Und geht rein, ich sag. Bingo, Camingo. Und zwar richtig, Hooper. Lonis Lupfer erstmal schön gehalten. Dass du natürlich so noch da rankommst, es ist Glückssache. Ganz, ganz klar. Also hier wunderschön weggeboxt. Und dass Hooper da eben den noch kriegt. Naja. Hornby kommt für die. Northampton verschafft sich jetzt ein bisschen Sicherheit mit dem Tor. Was in Anbetracht der letzten Spiele auch gar nicht mal so schlecht ist. Wieder ein bisschen die Nerven runterzuschrauben. Ist sicher auf lange Sicht nicht förderlich, wenn man dauernd solche Zitterspiele hat. So, Tosa. Oh, Hooper. Hooper, das erinnert an gewisse andere Pässe, die schon gespielt wurden in Supercups. In englischen Supercups. Nur der ging halt jetzt nicht rein. Aber prinzipiell Hooper. Zum zweiten Mal schön geklärt. Hornby. 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 Ja! Ich freue mich schon, scheiße. So ein I, kannst du noch schlecht noch was anderes. Was hätte ich denn sonst sagen sollen? I, eine Spinne oder was? Also ich habe wirklich gedacht, naja, Hornby und Treffsicherheit war wohl nicht wirklich das Traumpärchen 2014. Loni mit seinen wunderschönen blauen Augen in die Tinte gelaufen ist. O'Donovan kriegt seine Chance. Bei einem 1:3, Viertelstunde vor Schluss, alles klar, ist absolut so vertretbar, Loni da ein bisschen Schonung zu geben. Spielt ja auch alle Spiele. Ist ja in allen Spielen von Anfang an dabei. Und aufpassen, dass er da nicht zu sehr in die Mangel genommen wird, dass er auf lange Absicht da einen Leistungsabfall droht. Also Auswechslung, würde ich sagen, ist verifiziert oder ist in Ordnung oder wie auch immer man das sagen will. Hooper. Oh, schön vorbeigelegt. Hornby, das könnte jetzt eine Schnitte werden, wenn Hornby den nach vorne bringt. Bringt aber nicht. Ja. Bedingungen nicht erfüllt, ist alles scheiße. Emerton. Kein Abseits von Hooper, okay. Da wechselt Leeds nochmal. Ich glaube, Leeds hat auch so ein bisschen aufgehört zu kämpfen. Da geht nicht mehr wirklich viel bei ihnen. Langley, schöner Kopfball. Und, oh, oh, oh. Nee, keine Sorge. Also sie haben so ein bisschen aufgehört. Oder so ein bisschen die Motivation ist verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Weil es geht einfach nicht mehr viel bei ihnen. Klar, so ein 3-1 in 8 Minuten, das steckst du nicht locker weg. Da müssen wir ja gar nicht diskutieren. Handspiel, ganz klar. Ganz dämlich, ganz klar. Müssen wir gar nicht diskutieren, das geht. Also es reicht nicht, um Northampton hier noch ernsthaft gefährden zu können. Das war eine sehr schöne Aktion. Da hat der Verteidiger mit was sehr Unwahrscheinlichem gerechnet, was aber dann war, wurde abseits, abseits, abseits. Das war übrigens jetzt Absicht, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Habe ich extra mit am, okay, ich hätte gar nicht mit Amanka zurückziehen müssen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Um eben da einen Abseitspfiff zu provozieren. Langmead, kurze Flanke. Das ging ins Nirvana. Ins Nirvana ist der Gegenspieler. O'Donovan, ab nach vorne. Hooper kriegt vielleicht nochmal seine Chance. Ja, nein, vielleicht. Nein, nein, okay, nein. Kriegt seine Chance nicht. Kriegt seine Chance nicht, kein Problem. Hornby. Tosa. Hornby. Ah, ja. Einer geht vielleicht doch noch. Na gut, bei solchen Pässen, vergiss es. Ist auch egal, 3 Punkte hat Northampton im Sack. Schinden hier nochmal Zeit. Morris gegen Morrison. Ist auch interessant. Duell der Namensäquivalenzklassen. Tosa haut den Ball nochmal vor. Donovan, das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Oder Donovan kriegt doch nochmal eine Chance. Ich will immer viel zu früh abpfeifen. Mega, mega Zeit noch, aber ich will, weißt du, wir sind noch eine Minute 105 gerade. Hooper. Hooper. Ha, Hooper. Muss er selber wissen, egal. Soll mir recht sein, 3-1 Northampton rettet sich nochmal den Arsch. 9,5, also Loni kriegt er Bewertung in letzter Zeit, ist ja, oder Wahnsinn. Ich schaue auf die Uhr,
Und ja, das ist doch ein schönes Ende. Das nächste Mal fangen wir direkt mit Pokal an. Sonst keine Probleme. Ein Tor war das Ziel, eine Vorlage und ich habe 10%, 6,0, gar kein Problem. Loni zeigt euch, wie es geht. Viertelfinale gegen Stoke City. Und in der Liga, schauen wir nochmal kurz drauf. Nein, Champions League liegt mir egal, EM-Quali. Da, FA Championship, 7 Punkte. Bei einem Spiel weniger, ist auch interessant. West Brom hatte die Ehre schon. Also effektiv 8 Punkte Rückstand. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Northampton ist Stoke City und so, ihr kennt euch aus. Wir sehen uns. Ciao.